Ja, hallo Felix. Hallo. Danke, dass du dir Ja, die gerne. Zeit genommen hast und schön, dass du mal wieder da bist. Also du hast etwas Unglaubliches jetzt wieder zustande gebracht. Erzähl mal, wie ist es gelaufen? Was war es überhaupt? Und so, dass wir eine Vorstellung haben, was passiert ist. Ja, also genau, das war der erste Wettkampf der Saison und ich bin sehr gut gelaufen. Also ich bin mit 10:30 eingestiegen und genau, war ein sehr guter Wettkampf für den ersten Wettkampf und war so ein bisschen eine Standardbestimmung jetzt auch für mich, um zu sehen, was man aus dem Training schon umsetzen kann. Genau, und jetzt steht eben diese Woche noch der Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften an. Genau, und das war jetzt praktisch so der Wettkampf, der erste davor, um einfach zu schauen, genau wie fit man schon ist. Und es lief erstaunlich gut. Also ich konnte fast mit einer neuen Bestzeit einsteigen. Und bin auch sehr, sehr froh darum, dass das alles mit dem Trainerwechsel jetzt und mit der ganzen Situation, die war, dass das sehr gut geklappt hat jetzt alles. Okay, gut. Also das ist eine wirklich sehr gute Übersicht. Wir sind natürlich interessiert, wenn wir schon die Möglichkeit haben, was geht im Kopf eines Hochleistungssportlers, wie du es bist, vor. Deswegen habe ich einige Fragen vorbereitet. Reden wir erstmal so über die Zeit vor dem Rennen. Ich denke, es ist schon wichtig für einen Sportler, dass er also diese Ruhe bewahrt und sich entspannt vor dem Rennen. Erzähl mir mal so ein bisschen, weswegen genau das wichtig ist oder ob es wichtig ist. Also es ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ja so Techniken erarbeitet, in denen man einfach 5 Minuten vorm Rennen sich sammelt, seine Energie sammelt, seine Konzentration bündelt. Und man braucht so eine gewisse, das finde ich beim Sprinten immer so faszinierend, man braucht eine gewisse ja, Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Also dass man, wenn man zu entspannt ist, dann läuft man nicht schneller. Wenn man zu angespannt ist, läuft man erst recht nicht schnell. Das heißt, da muss man einfach finden, da muss man so den Energiefluss von außen auch holen und sich selbst fokussieren und in so einen Tunnel kommen. Und genau das haben wir jetzt eben und habe ich jetzt auch geschafft, indem ich einfach 5 Minuten vorm Start mit Augen zu mein Rennen visualisiert habe. Ein, zwei technische Sachen, die besonders wichtig sind, auf die ich besonders achten möchte. So mit Bildern einfach auch unterlegt habe und genau die dann zum Beispiel auf meinen Start dann projiziert habe und genau das war so ein bisschen die Entspannungs- und auch Visualisierungstechnik Ja, dann vorher. also auf Visualisierung werden wir nochmal extra eingehen. Bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Entspannung. Mich würde es interessieren, wie hast du Atem dazu genutzt, um dein Nervensystem zu beruhigen? Also tatsächlich das, was bei dir so abläuft mit der Atmung, wenn du das so beschreiben würdest, was passiert da? Genau, also erstmal geht es darum, dass man natürlich ganz normal tief durchatmet. Aber habe ich auch probiert, dass ich genau einmal also einatme, den Atem anhalte, ausatme, den Atem wieder anhalte und das so ein bisschen in diesen Prozess der Entspannung auch mit integriere. Und wichtig ist einfach, dass man sich dabei, also es bringt ja auch nichts, wenn man sich dann nicht wohlfühlt dabei. Wichtig ist, dass man bei der Atmung einfach genügend Sauerstoffzufuhr auch hat und die einfach so ein bisschen den Prozess jetzt, also der Vorbereitung auch für den Lauf unterstützt. Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt über diese Zeit vor dem Rennen reden, also diese unmittelbare Zeit, ganz klar, aber auch Stunden oder sogar der Tag davor, wie sind deine Entspannungstechniken, die du wählst, um vor dem Lauf ruhig zu bleiben und auch unmittelbar im Lauf, also nicht gerade nervös reinzukommen? Also was genau machst du da? Es ist eigentlich ziemlich, ziemlich simpel. Also vor dem Lauf, wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, geht es eigentlich darum, dass man sich so seine Energie bündelt, dass man sich vorstellt, dass man auch so ein bisschen das Bild vom perfekten Lauf hat, dass man sich vorstellt, wie man ja einen optimalen Lauf hinlegt, dass man also zwei, drei Anhaltspunkte hat. Bei mir war es jetzt gerade der Start. Und also wenn man das macht, dann hat man eigentlich schon automatisch so eine gewisse, also A hat man ein gewisses Vertrauen in sich selbst, weil man weiß, okay, man hat gut trainiert, man kann das, was man sich vorstellt, auch umsetzen. Und B ist man dann
also auch abgelenkt von jeglicher Angst und jeglichem, ja, jeglichem Unbewusstsein, weil man einfach dann das Bewusstsein hat für den Lauf. Also du sprichst sehr viel dann von Selbstbewusstsein. Aus dem Selbstbewusstsein erzeugst du auch gleichzeitig Entspannung. Verstehe ich das Ja, noch genau. so richtig? Okay. Gehen wir auf den nächsten Punkt ein. Das ist Konzentration. Die ist natürlich sehr wichtig. Erzähl mir, wieso dieser so wichtig ist, gerade bei dieser Sportart. Also genau, ich denke mal, der 100-Meter-Sprint ist so prädestiniert für höchstes Maß an Konzentration, weil alles sich ja in 10 Sekunden abspielt. Man muss sich A konzentriert sein, um richtig zu reagieren auf den Schuss, auf den Startschuss, weil das ist schon mal das A und O. Wenn man da schlecht reagiert, ist schon mal, kann das Rennen schon nach 10 Meter vorbei sein. Und man muss einfach, also im Sprint gibt es eine riesen Range dazwischen. Man läuft, man ist unkonzentriert, man läuft verkrampft, dann läuft man nicht schnell oder man ist voll im Tunnel, man trifft sich gut, man konzentriert sich, weil, also auch wenn manche das nicht so von außen wahrnehmen, aber Sprint ist auch eine hochtechnische Disziplin. Also das hat jetzt wenig mit dem Sprinten im Alltag zu tun, sondern das ist wirklich eine ganz hochtechnische Disziplin und da muss man auch, da muss man auf jeden Fall auch sich konzentrieren, um da technisch gut zu laufen. Ja, genau an dieser Stelle. Wie hast du es geschafft, genau auf diesen gegenwärtigen Moment dich zu konzentrieren und alle diese Ablenkungen wegzublenden? Also, wie funktioniert das? Also, klar, mir ist schon klar, dass du Profi bist und das läuft alles sehr automatisch bei dir, aber wenn du das so ein bisschen im Kopf durchgehst, wie ist das, dieses im Moment ankommen? Also das ist auf jeden Fall, also mir hilft da sehr diese 5-Minuten-Phase vor dem Lauf, also in der ich einfach mit Augen zu wirklich in mich reinhöre und dann auf jeden Fall diese visuellen Reize alle ausschalte vor dem Lauf. Und dann ist man in so einem, also dann kommt man aus dieser Phase, aus dieser 5-Minuten-Konzentrationsphase, kommt man mit so einer anderen Atmung, mit einem anderen Puls auch raus. Und dann geht man eigentlich nur noch auf seinen Startblock zu und versucht das halt, was man gerade unmittelbar durch den Kopf sich hat gehen lassen, umzusetzen. Das heißt, da dieses Zeitfenster zwischen dieser Vorbereitung, dieser 5 Minuten Visualisierung, Schrägstrich, genau, Energiebündelung die, und dem Start, die ist sehr, sehr klein, deswegen kann man da die Konzentration sehr hoch halten. Also das hört sich nach einer sehr guten Vorbereitungsroutine, also ein Ritual, um in diesen gegenwärtigen Moment anzukommen. Und woran erkennst du, dass du absolut im Hier und Jetzt angekommen bist? Was sind die Qualitäten oder woran merkst du, dass du bist absolut hier konzentriert und nirgendwo anders? Über was erfährst du das, dass es vollkommen hier und jetzt ist? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es über die, also über das Laufgefühl an sich auch also viel gesteuert wird. Ich würde auch sagen, dass ich also in dem Moment, in dem ich auch emotional mir mit dem Lauf auf jeden Fall auch also vorstellen kann, mit den ganzen Emotionen auch nach dem Lauf und mit dem Energiefluss einfach spüre, weiß ich, dass ich jetzt hier auf der Bahn mein Bestes abrufen kann. Und genau, das muss man eigentlich, man muss schon sich so lange konzentrieren, bis man das Gefühl hat, man, der ganze Körper ist so im Flow. Auch macht man so einen Bodyscan. Das heißt, ich schaue, dass jedes einzelne Körperteil so ein bisschen innerlich durchgehe und aktiviere und dann weiß ich, okay, dann bin ich jetzt voll da. Also, ob ich das richtig verstehe, das bedeutet, es ist im Grunde genommen ein Alignment, wenn du deine Emotionen, deinen Gedanken, deinen Körper und deine Umgebung in eine Linie reinbringst, dann weißt du, dass du absolut im Hier und Jetzt Genau, ja. dann bist. Okay, gut. Kommen wir, wie es, weil du redest sehr viel von diesen Aspekten, also sich was vorstellen und das ist alles sehr positiv. Erzähl mir, weswegen gerade diese Positivität, diese positive Einstellung zu sich selbst so wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, der Körper ist ja das Werkzeug so beim Leistungssport und
man muss ja, man, also man muss mit seinem Körper arbeiten und nicht gegen seinen Körper. Man muss wissen, wie man seine Fähigkeiten einsetzt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da ein gutes Gefühl hat und dass man sich auch vorbereitet, weil ich meine, zum Beispiel der Sprint ist auch für den Kopf, für das neuronale System ist auch sehr anstrengend, weil so ein 100-Meter-Lauf, da werden dann zwischen 40 und 50 Schritte in der höchsten Frequenz, höchsten Geschwindigkeit auch gelaufen. Und das ist für den Körper auch eine Belastung. Deswegen tut man, glaube ich, gut daran, wenn man den Körper und aber auch den Kopf gut vorbereitet. Ja, also eher gut vorbereitet über positive Sachen. Wie kann ich mir das vorstellen? Mit wem oder mit was redest du? Also dann ist es eher dein Nervensystem, ein bestimmter Muskel. Also wie kann man sich, weil das trotzdem ein Dialog, der da stattfindet, zwischen was und was findet dieser Dialog statt? Ich würde sagen zwischen dem Gehirn, also der mentalen Seite und also die und den Muskeln auch, also die einfach die Bewegung. Dass man einfach die Bewegung sich, also manchmal mache ich das auch so, dass ich einfach so kurz, also ein Bein hebe oder einfach kurz die Bewegung nachahme, nicht im vollen Bewegungsumfang, aber im Ansatz. Das heißt, da geht es einfach um die Ansteuerung auch. Und deswegen würde ich sagen, das ist so eine Körper-Kopf-Connection. Aber es gibt nicht so eine bestimmte Sache, die du dann ansprichst, zum Beispiel ich rede jetzt mit meinem Knie oder mit meiner Wade, so nicht, sondern das sind einfach so Gedankenzusammenhänge, die dann körperlich ausgelegt werden. Auf jeden Fall, also beim Sprinten ist zum Beispiel die Achillessehne sehr, sehr wichtig, auch die Waden so, also gerade die Muskelgruppen, die am Sprinten beteiligt sind, mit denen rede ich. Also es ist dann vor allem die Geschichte, also die mit den Beinen. Und also nenn mal so ein Beispiel, wie zum Beispiel so eine positive Affirmation für deine Achillessehne, die sehr wichtig ist, aussieht. Also ist es ein bestimmter Satz, ein Mantra? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, so ein bisschen, ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die Energie der Sonne so ein bisschen erstmal gebündelt habe. Mir vorgestellt habe, ich bin jetzt im Hier und Jetzt, ich bin auf dem Wettkampf und dann habe ich die Achillessehne mit genau dieser Energie wie so eine Feder aufgeladen und habe mir dann vorgestellt, okay, mit einem Wisch ist dann praktisch, mit einem Moment ist die ganze Energie aus der Achillessehne, dann wird die entladen nach vorne bei der ersten Bewegung aus dem Block und so wie mit dieser Feder habe ich mir das dann vorgestellt, genau. Okay, gut. Reden wir über Routinen und Rituale. Also wir haben schon an verschiedenen Stellen jetzt gehört, wie wichtig die sind, also das immer wiederkehrende Abläufe. Weswegen sind gerade Rituale und Routinen so wichtig, um diese Hochleistung zu erzielen? Ganz einfach, weil ich glaube, Rituale und Routinen lenken einfach nicht lenken, sondern führen eben genau dazu, dass man nicht abgelenkt ist, dass man sich voll fokussiert, dass die Energie auch, die man selber hat, dass sie in den Lauf projiziert wird und man nicht irgendwelche Energie verliert, sich umschaut, irgendwo durch die Gegend guckt und auch, sondern dass man einfach die Energie voll in seine Konzentration und voll in den Lauf lenkt. Okay. Und welche spezifischen, also wir haben jetzt sehr viel gehört mit dieser Visualisierung als Routine, positiv Self-Talk und so weiter, welche spezifischen Rituale oder Routinen bauen darauf hin, dass du an einen Punkt kommst, wo du diese Endroutinen einleiten kannst? Weil ist es so, dass du dann plötzlich mit diesen Routinen direkt vor dem Sport, also vor dem Lauf anfängst, oder gibt es einen Vorlauf, der dich schon bereit macht, um diese Endroutinen einzuleiten? Auf jeden Fall versuche ich das auch im Training umzusetzen, also jetzt nicht bei jeder Trainingseinheit, aber auch im Training übt man sich zu konzentrieren mit den gleichen Mitteln. Also man hat zum Beispiel vor dem Start habe ich auch ganz, also immer den gleichen Bewegungsablauf und also wenn man versucht beim Wettkampf was anderes zu machen, dann merkt der Kopf erstmal, diese Bewegung kenne ich nicht und das wäre dann, also wäre natürlich sehr, sehr, also wäre überhaupt nicht vorteilhaft, wenn man im Lauf auf dem Wettkampf dann anfängt nachzudenken, oh, was habe ich jetzt für eine Bewegung gemacht,
Das heißt, da ist es schon sehr wichtig, dass man im Training und im Wettkampf schon ziemlich gleich arbeitet. Das bedeutet, das, was es am meisten hilft, sind klare Protokolle haben, in dem alles schon eingestellt wird und in dem keine Zusatzleistung mehr vom kognitiven Nachdenken und so weiter möglich ist, sondern das ist wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk schon eingestellt und es macht diese eine Funktion und dann wird es so eingeleitet. Genau, ja, das genau. Richtig. Okay, gut, kommen wir... ach ja, bei Routinen, so ganz wesentlich nebenbei, also weil viele Leute wollen vielleicht so leistungsfähig wie du werden und vielleicht der einfachste Zugang über Routinen, weil das verstehen die meisten Leute, ist vielleicht Musik. Gibt es etwas, was du so empfehlen kannst, wie man Musik einsetzen kann als eine Form von der Routine oder zur Einstimmung? Da würde mich deine Meinung interessieren. Ja, also sehr gerne. Also Musik ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Mittel, um seine, also die kann verschiedene Sachen auslösen. Also je nachdem, was für Musik man hört, zu welchem Anlass, kann sie motivieren, sie kann beruhigen, sie kann helfen, sich zu konzentrieren. Ich würde, also bevor ich Musik einsetze, würde ich für mich erstmal rausfinden, okay, oder erstmal für mich bestimmen, festlegen, was für einen Zweck erfüllt die Musik jetzt gerade in der Situation, was möchte ich damit bezwecken, und sich dann einfach mal durch eine Playlist zu klicken und zu überlegen, okay, also mal die Augen zuzumachen und zu überlegen, wie spricht mich dieses Lied an, also erfüllt es jetzt das Bedürfnis, was ich habe in der Situation oder nicht, und dann sich einfach, es müssen nicht viele sein, 3, 4 Lieder raussuchen, 5, 6, die einfach dieses Bedürfnis erfüllen, das kann man in unterschiedlichen Situationen dann auch machen und dann einfach mit der Musik genau sich der Aufgabe dann widmen. Okay, also das hört sich dann Musik sehr zielgerichtet einsetzen, ja, für das, was man vorhat. Reden wir so ein bisschen über die Zielsetzung, also über diese Klarheit der Zielsetzung und weswegen das so wichtig ist, also für deine Wettkämpfe, diese klaren Ziele. Auf jeden Fall, also ich glaube, wenn man Leistungssport oder Spitzensport macht, dann muss man ein Ziel vor Augen haben, auf das man hintritt. Das wäre wie, wenn man studiert und man hat kein Ziel, also man studiert einfach, ohne irgendein Abschlussziel zu haben. Genauso ist es im Sport. Also man bereitet sich vor, man läuft an Wettkämpfe und in jeder Saison hat man ein anderes Ziel. Sei es jetzt, manche arbeiten sogar mit Zielzeiten, manche arbeiten einfach mit Zielqualifikation für bestimmte Wettkämpfe, aber es ist ganz wichtig, dass man so auch seine Energie, seine Motivation und auch sein Training danach ausrichtet. Mhm. Genau, reden wir darüber, weil das würde mich interessieren, sind deine Ziele mehr ausgerichtet auf das Ergebnis oder auf Prozess und Leistung? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist es sowas, wo du, ich will bei dieser Zeit ankommen? Oder ist es mehr so prozessbetrachtet, ich will in diesem Verlauf das und jenes erreichen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall beides. Also man hat natürlich auch eine Zielzeit vor Augen, aber man muss auch sich überlegen, wie kommt man dahin? Also was muss man vielleicht auch in der Wettkampfsaison noch umstellen, damit man bestmöglich eben da dahin kommt? Und das heißt, es ist so ein bisschen beides zusammendenken, aber in der Wettkampfsaison überwiegt auf jeden Fall diese Zeitzielsetzung. Und dieser Prozess ist dann eher im Training, also in der Trainingsphase. Also verstehe ich das richtig? Es ist eher so, dass du dir ein Endziel setzt, zum Beispiel die Zeit, und das wird dann rückwärts dann verwandelt in die notwendigen Zwischenziele oder in die Ziele der Prozesse, die dann notwendig sind, um dahin zu kommen. Nichtsdestotrotz, Ziele, wie ist es, die du in deiner Karriere hast, sollten angesprochen werden, weil vielleicht kennen das manche, wie ist es nicht. Was sind deine kurzfristigen und langfristigen Ziele, die du dir jetzt gestellt hast? Wie sieht das auch so im Allgemeinen deine Karriere dann aus? Also genau, ein kurzfristiges Ziel ist jetzt auf jeden Fall, Bestleistung zu laufen, mich für die internationalen Wettkämpfe zu qualifizieren. Diese Saison ist halt das größte Ziel, bei den Olympischen Spielen in Paris zu starten. Und langfristig würde ich auch sagen, dass es
darum geht, einfach sich international, also im internationalen Wettkampfgeschehen einfach zu etablieren als Athlet und genau regelmäßig eben daran teilzunehmen an den Wettkämpfen und dort auch gut abzuschneiden und auch einfach verletzungsfrei zu bleiben und den Trainingsprozess ja, weiterzuentwickeln. Ja, natürlich, also das sind sehr hochgesteckte Ziele, große Ziele. Da wird auch die Motivation eine Rolle spielen. Also Motivation, klar, für deine Karriere. Aber rede, weswegen die Motivation so wichtig ist, gerade vor so einem Rennen und weswegen das so eine wichtige Rolle spielt im Hochleistungssport. Also ich denke mal, die Motivation, die ergibt sich einfach auch so ein bisschen aus dem Spaß und der Freude an dem, was man macht. Also ich glaube, wenn man Spitzensportler ist, ist man immer am erfolgreichsten, wenn man motiviert ist, bis in die Haarspitzen, weil danach richtet sich dann alles aus, dann performt man anders im Training, man geht anders in den Wettkampf. Das heißt, ich würde sagen, die Motivation ist schon so eine Triebfeder im Leistungssport, die auch wirklich auch einige Prozent noch ausmachen kann. Und deshalb, man muss da sehr im Detail auch arbeiten. Und die Geduld auch dafür zu haben, die bedarf eigentlich auch einer stetigen Motivation. Ja, also du hast gerade gesagt, dass dich auch motiviert, Freude und Spaß an der Sache bis in die Haarspitzen. Was sind genau diese Sachen, die diese Freude erzeugen oder die diese Motivation am meisten bei dir generieren, sodass du wirklich volle Motivation bis in die Haarspitzen bist? Ich würde auf jeden Fall sagen, dieses Gefühl, was man hat, ja, wenn man ein Rennen gewinnt, wenn man eine schnelle Zeit läuft, das ist so was man reproduzieren möchte, also was man immer wieder haben möchte. Und einfach, also dieser Moment im Erfolg, also Dopamin überschüttet und auch die ganzen Emotionen, ich glaube, das ist was im Sport, also was im Leistungssport einzigartig ist. Das kann man so in anderen Lebensphasen eher nicht spüren, also was man in dem Moment spürt. Deswegen ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hunger nach der Reproduktion von solchen tollen Momenten, sportlichen, und was einen einfach antreibt und auch immer die Motivation, immer besser zu werden. Ja. Motivation ist natürlich, wie es das eine, aber wie ist, es gibt auch Sachen, die gegen deine Motivation arbeiten, zum Beispiel Druck, Erwartungen und die nun mal mit diesem Hochleistungssport verbunden sind. Wie gehst du mit den Sachen um, die gerade gegen die Motivation arbeiten, oder schaffst deine Motivation gegen diese Faktoren trotzdem durchzusetzen? Also ich glaube, es ist am besten, wenn man nicht versucht, die Motivation gegen diese Sachen einzusetzen, sondern eher sich zu fragen, okay, was sind das denn für Sachen, die meine Motivation bremsen? Und die dann einfach aus eigener Kraft dann versucht, aus dem Weg zu schaffen. Sei es zum Beispiel, ich hatte lange mit Verletzungen zu tun, sich einfach zu überlegen, okay, was braucht mein Körper, also was mache ich, um die Situation aufzulösen. Genau, dass man einfach schaut, dass man so seine Baustellen dann aus dem Weg schafft, und dann ist die Motivation automatisch dann noch ungebremst zur Verfügung. Also das bedeutet, du leistest extra Arbeit, um diese Sachen aus dem Weg zu räumen, damit sie überhaupt nicht deine Motivation angreifen, ja. Anstatt dass du mit der Motivation gegen die Sachen vorgehst. Ja. Also, das ist eine wichtige Erkenntnis. Gehen wir jetzt ein bisschen auf dieses während des Rennen selbst. Also wir haben schon drüber gesprochen, über diese Fokus und Aufmerksamkeit. Wie ist es während des Rennens, dieser Fokus und diese Aufmerksamkeit? Das, soweit ich dich verstanden habe, du bist wie ein Schweizer Uhrwerk, bist du da drin. Bist du dir noch bewusst dessen, dass du Fokus und Aufmerksamkeit aufrechterhalten musst? Oder wie kann ich mir das vorstellen in dem Lauf selbst? Was passiert da mit Fokus und Konzentration? Also eigentlich ist es so, bei den besten Läufen läuft man vom ersten Schritt bis ins Ziel und man hat eigentlich, also der Körper, es läuft alles automatisch ab, man hat gar nicht die Zeit, sich zu überlegen, was mache ich jetzt anders, welche Position nehme ich ein, sondern das läuft alles automatisiert ab und das sind eigentlich auch immer die schnellsten Läufe. Das heißt, in dem Moment, in dem man nachdenkt währenddessen, was könnte ich noch anders machen oder bin ich genug im Flow, kommt man so ein bisschen aus seinem Konzept heraus, deswegen kann man das
diese Motivation und auch die Konzentration, die Fokussierung, das kann man bis vor dem Startkommando sehr gut steuern. Aber im Lauf ist dann meistens so, dass man auch nicht viel mitbekommt, also nicht viel auch so nicht viel. Also man hat natürlich ein Körpergefühl, man weiß, okay, gerade ist es schnell oder man trifft sich gut, man ist gut im Lauf, aber man denkt nicht über Motivation oder. Also, das ist eine wichtige Einsicht. Das bedeutet, im Laufen selbst ist eigentlich nicht so, dass du den Fokus oder die Achtsamkeit hast. Das bedeutet nicht nachdenken, sondern du bist eher der Fokus oder diese Achtsamkeit und dieses Heraustreten, drüber nachdenken, reflektieren, dass wir das Ganze durcheinander bringen, den Flow durcheinander bringen. Okay. Da kommen wir, wie ist es zu dieser Selbstwahrnehmung, wie du das schon so ein bisschen angeschnitten hast. Dass wir es, dir ist klar, während des Rennens, dass du ein bisschen schneller wie ist es, bist, langsamer bist. Wie kann man sich das vorstellen, diese Selbstwahrnehmung, auf was wird die reduziert? Was sind die wesentlichsten Sachen, wo du noch einigermaßen in einen Denkprozess bist? Oder wie wird das geregelt, diese Selbstwahrnehmung in diesem Laufen? Also tatsächlich gibt es so ein paar Faktoren. Natürlich, also so ein Leistungssportler oder jemand, der auf Sprint jetzt zum Beispiel spezialisiert ist, der weiß genau, also ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn ich einen Start gut treffe, wenn ich in der Topspeed-Phase schnell bin, also das weiß man einfach. Deshalb scannt man da so unterbewusst einfach so ein bisschen immer so das Gefühl während dem Lauf ab und dann gleicht man einfach ab mit dem, was man, also mit dem Gefühl, mit dem optimalen Gefühl, so ein bisschen, ich glaube, das läuft natürlich alles unterbewusst ab, weil man hat ja überhaupt keine Zeit währenddessen, läuft ja alles ganz schnell ab. Aber der Körper weiß eben, wie es sich anfühlt, wenn man einen optimalen Lauf hat, in einzelnen Phasen. Kann ich das mir so vorstellen, dass es wirklich dann beinahe etwas ist, was man nur rein intuitiv machen kann, weil die kognitiven Denkprozesse einfach zu langsam werden oder einen verlangsamen, würden. Genau, ja, also es ist ja wirklich auf intuitiver und auch auf so, das ist einfach so oft eben auf diese Gefühl, also vom Laufgefühl ist einfach auf genau Intuition, weil man einfach weiß, was es bedeutet, in den einzelnen Phasen einen guten Lauf zu machen. Um das ein bisschen besser zu verstehen, reden wir mal darüber, wann würde sich dein bewusstes Denken wieder einschalten? Also was müsste passieren, dass du es notwendig ist, aus dieser Intuition, den Unterbewussten rauszugehen und ins Bewusste zu gehen? Vielleicht jetzt nicht gerade bei dem Rennen, das ist sehr gut gelaufen, aber nenn mal ein Beispiel, damit man sich vorstellen kann, dieses, okay, wie ist es, ich bin jetzt in dieser Intuition, ich bin in diesem Flow, ich brauche gar nicht mein bewusstes Denken und dann passiert etwas und du musst anfangen, sozusagen den kognitiv wieder nachzudenken, dein Hirn einzuschalten, um das zu korrigieren. Nenn mal so ein Beispiel und wie dieser Vorgang innerlich dann eingeleitet wird, dass man ins Kognitive übergeht. Ja, das ist eigentlich immer nur, wenn man so offensichtlichen Fehler macht, also wenn man technischen Fehler macht oder wenn man sich verletzt, dann ist man natürlich auch so ein bisschen, oder wenn irgendwas anfängt weh zu tun. Das heißt, da wirkt diesen Shift raus aus dieser Intuition. Der findet eigentlich nur statt bei so unvorhergesehenen Sachen, die passieren, die einfach so ein bisschen diesen ganzen Rhythmus stören. Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist es tatsächlich ein Gefühl, das dir dann sagt, ich muss jetzt ins Kognitive gehen? Ist es tatsächlich ein Körperzustand, zum Beispiel ein Schmerz? Oder wird durch einen Gedanken es eingeleitet, so ich muss jetzt kognitiv korrigieren? Ich würde sagen, also klar, auch durch irgendwelche Schmerzen, wenn man sich verletzt, aber auch durch den Gedanken, weil wenn dieser Flow einfach gestört ist, dann sagt der Körper, beziehungsweise dann denkt man auch, oh, ich muss jetzt was ändern, aber natürlich nicht in dieser Geschwindigkeit, jetzt, wie ich es jetzt sage, aber halt, also so ganz, ganz schneller Reiz. Und genau, dann daraufhin kommt es dann eigentlich zu dieser, also durch die Gedanken, durch ja. Ja. Kommen wir zu dieser, während des Rennens, zu der Bewältigung der Herausforderung. Und
Wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, wie ist es, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, kommst du auf dieses, oh, ich muss, wie ist es, letztendlich das korrigieren. Was passiert in deinem Kopf, weil du kannst es dir im Grunde genommen nicht leisten, jetzt anzufangen, oh Mann, jetzt habe ich alles versaut und so weiter. Wie hältst du, falls notwendige Gedanken notwendig sind, wie hältst du das so knapp wie möglich, dass es dein Rennen nicht stört? Also wie gleitet man dann nicht ab, indem man anfängt, daraus ein Drama zu machen, eine Problematik zu machen? Ich würde sagen, der Sprint ist so einer der wenigen Sportarten, bei dem es gar nicht, also es lässt einfach gar nicht zu, die Zeit, sich da Gedanken zu machen. Das setzt dann natürlich spätestens dann, das setzt dann im Ziel ein, wenn man weiß, okay, man hat es gar nicht, irgendwas war nicht optimal. Aber während dem Lauf, glaube ich, also da sind die zeitlichen Abläufe so kurz, Zeitfenster so kurz, dass man da eigentlich gar nicht, also außer man hat wirklich irgendwie mit externen Faktoren oder so zu tun, zum Beispiel, weiß ich nicht, man hat das Gefühl, man rutscht irgendwie auf der Bahn oder man, eben wie gesagt, man verletzt sich oder so, dann ist natürlich dieser Shift schon mal da, aber im Rennen, also wenn überhaupt man einen Moment hat, in dem man kurz nachdenkt, dann, also der ist aufgrund dieser schnellen Abläufe, ist ja gar nicht, also ist gar nicht von zeitlich langer Dauer. Das heißt, dabei verstehe ich das richtig, die Notwendigkeit oder die Knappheit des Ablaufs macht es also für dich unmöglich, ja, dramatisieren oder, ja, sonst, ja, irgendetwas. Ja, also im Rennen auf keinen Fall. Und bist du dadurch, weil das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, dass man halt nicht abschweicht, nicht Drama draus macht und alles ist dann, wer ist es schlecht. Gibt es irgendwelche Techniken, die dich an den Punkt gebracht haben, dass du diese Fähigkeit hast, oder hattest du schon immer diese Fähigkeit, nicht abzuschweifen, sondern exakt so knapp wie möglich das zu halten? Ich glaube, die Fähigkeit bekommt man dann auch, wenn man einige gute Rennen macht, wenn man da auch so Vertrauen hat in seinen Körper. Ich glaube, das ist so, als junger Athlet macht man sich da auch wenig Gedanken. Da läuft man einfach, da hat man auch Lust und dann denkt man auch generell nicht so viel nach. Genau, und dann eben jetzt so als, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Rennen schaut, dann, ich glaube, das eignet man sich einfach durch gute Rennen an. Okay, also das bedeutet, die Übung macht es dann, dass man beide Sachen anbietet. Ja, ja. Dann gehen wir nochmal, wie ist es nach dem Rennen, so ein bisschen drauf ein. Erzähl mal erstmal, weswegen die Analyse oder die Reflexion, was wir jetzt endlich auch hier gerade wie es machen, weswegen das so wichtig ist bei Hochleistungssport. Auf jeden Fall, also da geht es jetzt auch darum, einfach, dass man überlegt, okay, welche Phasen waren gut im Lauf, was kann man noch verbessern, wie hat man sich gefühlt, wie möchte man sich fühlen, dass man einfach checkt, okay, was war die Zielsetzung und wo war ich jetzt gerade bei dem Rennen. Genau, dass man einfach so ein bisschen sich selber so ein bisschen wieder sammelt und einfach guckt, okay, was habe ich gut gemacht, was kann man verbessern. Okay, also das hört sich an, du hast gerade erzählt, wie du das so ein bisschen analysierst. Kannst du über den Mindset reden, das überhaupt möglich macht, in eine Analyse zu gehen, dass man es nicht als eine Abwertung seiner selbst oder eine Hinterfragung der Leistung empfindet, sondern als eine konstruktive Sache? Ja, genau, also man muss immer sich bewusst sein, was man, also wo seine Stärken sind, was man noch besser machen kann. Und genau deswegen ist es, glaube ich, sehr von Vorteil, wenn man einfach nüchtern eine Reflexion anbringt, weil das natürlich auch einem selber am meisten hilft, wenn man da einfach sachlich und rational an die Sache rangeht. Und aus dem Grund, weil man weiß, das bringt eigentlich einen am weitesten, wenn man so analysiert, weil man dann einfach auch so seine Ziele verfolgen kann. Und deswegen muss man die Analyse so rational machen. Also viele Jugendliche, die vielleicht bei das hier gucken, die haben aber eine sehr große Herausforderung darin, weil die fühlen sich sehr oft, wie es dann angegriffen, oder können sich gar nicht in einen offenen Mindset versetzen, der überhaupt Kritik möglich macht. Was würdest du denen sagen? Wie kann man den Punkt erreichen, dass man es einfach sagt, hey, ich gehe jetzt in eine Analyse, ich gehe jetzt in eine Kritik, weil mir das was bringt? Wie versetzt man sich geistig dahin? Also ich würde sagen,
da kann man auch wieder mit so ein bisschen Motivation und Ziel arbeiten, dass man einfach sagt, okay, ich habe in der Situation, also für was, also dass man sich erstmal fragt, für was mache ich die Analyse überhaupt? Also was ist da mein Ziel, mein Gewinn, mein Learning davon? Und dass man immer sein Ziel vor Augen hat und sich also das verfolgt, weil das macht es dann auch ganz einfach, weil dann ist eben so ein bisschen diese Analyse ist nicht so ein, ich sag mal so, es ist keine Last, sondern es ist eigentlich so ein Mittel, also ein Step zum Ziel zu gelangen. Wenn man da so drauf schaut, auf seine Analysen dann und die Ziele verfolgt, dann kann man das, glaube ich, sehr gut steuern. Wenn du gehst, weil da kommen wir jetzt zu diesem, ich denke, das hat für gerade jüngere Zuschauer den Sinn, nach diesen Rennen, also die Person, mit der du redest, ist der Trainer. Mit welcher Person redest du nach dem Rennen über das Rennen selbst? Genau, also ich würde sagen, auf dem Wettkampf an sich immer mit dem Trainer zuerst und dann im zeitlichen Abstand auch natürlich dann auf einer anderen Ebene mit meinen Eltern, Freunden im Freundeskreis. Aber auf dem Wettkampf an sich ist der erste Ansprechpartner meine Trainer. Ja. Mhm. Was macht dein Trainer, deine Freunde oder deine Familie richtig, wenn sie dich kritisieren, sodass du es nicht kränkend oder persönlich wie es annimmst? Wonach sollten junge Leute so ein bisschen Ausschau halten? Wenn sie Kritik von jemandem annehmen, sollte diese Person, wenn die kritisiert, diese Qualitäten haben. Was denkst du, sind die nützlichen Qualitäten, sodass es problemlos ist, Kritik oder konstruktive Kritik dann anzunehmen? Also auf jeden Fall, die Person, die muss Glauben an einen haben, also die muss jetzt nicht irgendwie abwertend sich äußern, sondern da muss man wissen, okay, die Person, die meint es gut mit mir, die weiß, also die muss nicht vom Fach sein, also ich meine, die wenigsten sind jetzt, wenn man Sport ausübt zum Beispiel, die wenigsten Eltern sind da auch fachlich so drin, wie zum Beispiel der eigene Trainer. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man weiß, dass man Unterstützung erfährt und dann kann man, glaube ich, auch mit Kritik anders umgehen. Okay. Ja, also reden wir gerade über Kritik, Umgang mit Ergebnissen. Und gerade dieser Umgang mit Enttäuschung, wie heißt es zum Beispiel, was macht es für dich oder welche Techniken, Methoden hast du dir erarbeitet, Enttäuschung hinzunehmen, ohne sich dann in eine Spirale des negativen Denkens und so weiter zu verlieren? Was holt dich da heraus? Also man darf enttäuscht sein, also gehört auch dazu, aber man muss sehr schnell wieder so auf den Dampfer kommen, okay, was für Talente habe ich selbst als Mensch, wie kann ich sie einsetzen, also das hat ja auch einen Grund, dass die Talente einem gegeben wurden, wie kann ich sie am besten einsetzen und wie kann ich dafür sorgen, dass ich ja, zielgerichtet mein Ziel verfolge, also was für ein Ziel habe ich und wie möchte ich es erreichen und was können dann meine eigenen Fähigkeiten dazu beitragen und wenn man sich das dem klar ist, dann kann man, glaube ich, sehr gut aus so einer Situation dann raus. Weil das ist hervorragend, diese Technik. Kannst du es benennen, weil du sagtest, auf den Dampfer kommen. Was könnte einen Jugendlichen es dazu führen, dass er gerade diesen Switch macht? Also man hat eine Enttäuschung erlebt, man ist ein bisschen in dieser Abwärtsspirale. Und wie könnte dieser Jugendliche den Schalter umlegen, dass er bereit ist, daran überhaupt zu denken, okay, das, was du gesagt hast, was für Talente, also realistisch zu über sich selbst nachzudenken, geht es letztendlich darum. Was erleichtert es, diesen Schalter umzulegen von diesem Abwärtstrend zu diesen es positiver sehen, realistischer zu sehen und so weiter? Hast du da einen Tipp? Also ich würde sagen, was da halt einfach sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass man so Selbstwirksamkeit auch erlebt, also dass man weiß, okay, man kann mit eigenen Mitteln, also erstmal muss man natürlich gucken, okay, was sind die Sachen, die ich vielleicht falsch gemacht habe oder nicht richtig gemacht habe. Und dass man dann auch aber auch weiß, wie man mit den eigenen Mitteln zum Ziel kommt. Das heißt, dass man auch selber wirksam ist und dass man sieht, dass man den Fehler, den man eigentlich gemacht hat, eigentlich viel besser machen kann oder anders machen kann. Dass man in der Lage ist, das selber zu steuern. Das kann natürlich auch sein, durch ein Gespräch mit wichtigen, mit engen Personen aus dem Freundeskreis. Es kann unterschiedliche
unterschiedliche, vielleicht auch externe Faktoren haben, die das so ein bisschen anstoßen. Aber wichtig ist einfach, dass man sieht und auch merkt und weiß und realistisch sieht, dass man das, was man da falsch gemacht hat oder besser machen möchte, mit den eigenen Mitteln auch macht. Mhm. Ja, also das ist hilfreich auf jeden Fall. Sprechen wir jetzt das Gegenteil davon, wie ist das, war die Enttäuschung letztendlich. Es ist aber jedoch auch wichtig, dieses Feiern also mit zu berücksichtigen. Also spielt es eine Rolle in deinem Training, dass man bewusst diese Siege irgendwie festhält, feiert? Wie gehst du allgemein damit um? Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall so seine Erfolge auch feiern soll und muss auch, weil einfach diese, ja, diese Euphorie, die in dem Moment herrscht, die muss man einfach, die darf man auch nicht verstecken. Man muss sich auch einfach freuen und auch mit sich selbst zufrieden sein. Aber dennoch, glaube ich, muss man einfach so ein gewisses, also so ein gesundes Maß finden an sich konzentrieren, sich fokussieren, aber auch sich mal wirklich ausgiebig freuen. Also man kann das dann auch zum Beispiel ja im Freundeskreis sehr gut machen, indem man einfach so ein Erlebnis zum Beispiel wieder, also nochmal erzählt vor allem, dann durchlebt man nochmal die ganzen Emotionen und man kann das auch einfach so in den Alltag mitnehmen, so ein bisschen als Schub für gute Laune und einfach Schub für positive Einstellungen auch. Ja. Okay. Also das hört sich nach, wie man das richtige Maß davon dann hält. Kommen wir noch zur Erholung und Regeneration. Wenn wir uns das vorstellen, dass du jetzt wirklich, das ist eine enorme Anstrengung für deinen Körper, für deinen Geist, was jetzt gerade stattgefunden hat. Wie hat der Regenerationsprozess danach ausgesehen? Vor allem, wie ist es der mentale Regenerationsprozess? Also man gönnt sich einfach einen Tag Ruhe, verarbeitet das Ganze und kann sich auch natürlich ablenken durch andere Sachen, die man gerne macht, dass man einfach seinem Körper auch so ein bisschen die Ruhe gönnt, die er dann braucht. Und dann kann man auch anfangen, vielleicht im nächsten Training so ein bisschen das zu rekapitulieren, so ein bisschen nochmal den Lauf durchzugehen, auch nochmal mit dem Trainer vielleicht mit einem Tag Abstand drüber zu sprechen. Und dann so ein bisschen wieder seinen Alltag in normalen Bahnen zu lenken und dann wieder ins Training einsteigen. Und genau. Ja. Es gibt in der Literatur, ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall ist, in der Literatur, dass dieses Hochleistungssport findet an der Grenze dessen statt, was eigentlich eine Traumatisierung für den menschlichen Körper ist. Das bedeutet, der menschliche Geist handhabt das so, als würdest du tatsächlich in einer lebensbedrohlichen Situation sein. Du bist absolut fokussiert, du gibst alles, was du zu geben hast, und das entspricht so ein bisschen einer Traumatisierung. Nimmst du das als so etwas wahr oder ist es etwas Normales? Wird es normalisiert durch den Training oder hat es dieses traumatisierte Erlebnis als Hintergrund? Also gar nicht, also dieses traumatisierte Erlebnis gar nicht, sondern eher einfach dieses, ja, immer dieses Gefühl, es ist ein Privileg, das zu tun, was man tut im Training, dankbar zu sein für das, was man durch seine Talente und durch, ja, einfach, genau, dass man, was man durch die Situation alles erfährt, was man für Erfahrungen macht, was man für Leute kennenlernt, wie man... Also was für tolle Gefühle man einfach fühlen darf auf der Bahn im Training. Deswegen, also ist bei mir die Konzentration viel, viel mehr auf dieser. Das bedeutet, dadurch, dass deine Perspektive ganz anders ist, obwohl es im Grunde genommen ein traumatisierender Zustand ist, also man stelle sich vor, eine andere Person würde man in dieser Umgebung setzen, so eine Leistung abverlangen, wäre die Person wahrscheinlich leicht traumatisiert davon. Aber von vornherein scheint bei dir so zu sein, dass deine Perspektive, deine geistige Einstellung dazu anders ist, sodass es gar nicht als Trauma aufgenommen oder verarbeitet, wie es wird. Bei dieser Erholung danach, was sind die Sachen, die dich am meisten dich geistig erholen lassen? Also da merkst du deutlich, wie ist der ganze Druck fällt von dir ab und so weiter. Was sind so zwei, drei Sachen, wo du merkst, okay,
Das ist diese Erholungstechnik für mich. Auf jeden Fall so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ruhe in den Alltag zu bringen, mit Freunden sich zu treffen, einfach ja, an die Orte gehen, an denen man so seinen Akku gut aufladen kann. Bei mir ist es so viel Natur, viel Ruhe und dass man da einfach merkt, okay, man erholt sich gut und man ist wieder bereit für neue Reize. Okay. Und woran merkst du, dass der Punkt gekommen ist, wo du dich erholt hast? Also wo du bereit wärst, wieder so eine Hochleistung zu Also man merkt es natürlich körperlich im Training, aber man merkt es auch mental, wenn man sich wieder sehr, sehr gut konzentrieren kann, wenn man wieder so in so einen Flow-Zustand kommen kann, dann das merkt man dann auch auf beiden Seiten. Okay, gut. Das waren jetzt einige Fragen, die wir hier hatten. Gibt es noch irgendetwas, was ich hier noch nicht berücksichtigt habe, was dir noch wichtig wäre, über dieses Rennen zu sagen, was für mentale Einstellung? Ich denke, wir haben sehr viel abgedeckt jetzt, ja. Okay, gut. Dann danke ich dir dafür. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja.